Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie man Bumbu Dasar Merah macht. Das ist einfach eine Gewürzpaste, so aus Chili. Die kann man verwenden, wenn ihr zum Beispiel Gemüse anbrät oder Fleisch oder Tofu oder Tempeh. Dafür brauchen wir 500 Gramm kleine Chilischoten, dann 2 Kilogramm große Chili, 500 Gramm Knoblauch. Dann brauchen wir noch Terasi, also Shrimp-Paste, ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz. Ja, und das Ganze geben wir jetzt erstmal in unseren Blender. So, ach ja, und diese Gewürzpaste könnt ihr natürlich auch mit Öl anmachen oder anbraten. Dann ist das eigentlich so wie Sambal Oelek. So, dann machen wir jetzt mal die Paste. So, die großen Chilischoten zerkleinere ich noch ein bisschen. Und dann geben wir all unsere Zutaten in den Blender und vermixen das Ganze. Und das war es auch schon. Unsere Gewürzpaste ist jetzt fertig. Und so einfach ging es. Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie ich diese rote Chili-Paste verwende. Und zwar machen wir heute sozusagen scharfe Kokosraspel, die man für Urap Urap verwendet oder braucht. Dafür habe ich hier erstmal Kokosraspel, die ich erstmal in einer Pfanne anrüste sozusagen. Einfach ganz leicht braun, damit die Kokosraspel ein schönes Aroma bekommen. Wie ihr sehen könnt, sind die Kokosraspel schon ein bisschen braun geworden. Und jetzt schiebe ich sie erstmal an den Rand, damit ich hier eine freie Fläche habe in der Pfanne. Und da füge ich jetzt Öl hinzu. Und unsere Gewürzpaste. Und das rühren wir jetzt erstmal. Das rühren wir erstmal mit dem Öl.
Und dann kommen dann nachher noch die Kokosraspeln hinzu. Schön verteilen, dass auch wirklich alle Kokosraspel die Paste aufsaugen sozusagen und dass alles schön gleichmäßig orange aussieht. So, und dann sind unsere Kokosraspel auch eigentlich fertig. Wie ihr seht, hat sich das alles gut vermischt, vermengt. Alles ist ungefähr gleichmäßig orange-rot. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt können wir die Pfanne ausmachen oder den Herd ausmachen und das Ganze abkühlen lassen. So, und jetzt zeige ich euch, womit wir das hier essen. Heute gibt es bei uns nämlich Urap Urap mit Grünkohl. Und den Grünkohl habe ich habe frischen Grünkohl verwendet und ihn einfach in Wasser mit ein bisschen Salz gekocht. Und ja, und darüber geben wir jetzt unsere Kokosraspel. So, und darüber gebe ich noch ein paar geröstete selbstgemachte Schalotten. Das schmeckt dann auch noch sehr lecker. Und ja, das Ganze nennt sich halt Urap Urap und das isst man dann mit Reis. Und als Beilage kann man Tahu oder Tempe, also Tofu oder Tempe oder irgendwas anderes verwenden. Und ja, statt Grünkohl könnt ihr auch Wirsing verwenden oder Sojasprossen. Ja, eigentlich alles, was ihr mögt. So, dann probieren wir mal. Schmeckt super lecker. Ja, und so einfach ging es auch schon. Dann danke fürs Zuschauen. Und falls ihr das mal ausprobiert, schon mal guten Appetit. Tschüss.